Herzlich willkommen zurück bei uns beim Kunst tut gut TV vom Kunsthandel Köln Art Network. Heute möchte ich Ihnen gern die neue Werksmonographie von Armin Müller-Stahl vorstellen, die im Hatje Kanz Verlag erschienen ist. Noch ganz frisch. Dies ist das Buch und zeigt die Arbeiten von Armin Müller-Stahl auf Papier. Ich blätter mal einmal grob durch das Buch, damit Sie einige der besonderen Stücke sehen können. Wir haben hier auch einige aufklappbare Seiten. Es ist eine unheimlich große Vielfalt, die wir hier im Buch finden, von Armin Müller-Stahls Arbeiten auf Papier. Es lohnt sich also, dieses Buch zu kaufen und sich einmal die große Vielfalt von Armin Müller-Stahls Bildern sich anzuschauen. Aber nun, dies sollten Sie wahrscheinlich besser zu Hause ganz in Ruhe machen. Wir können hier ja nur einen ganz kleinen Teil der Bilder einmal beleuchten. Und zwar haben wir bei uns, wie immer, auch einige Bilder im Original, haben einige dieser Unikate, die wir hier anbieten. Und ich denke mal, das ist vielleicht interessanter, Ihnen die Bilder mal im Original vorzustellen. So, fangen wir mal mit einem ganz tollen Bild an. Viele von Ihnen kennen sicherlich das Blatt Glückwunsch bzw. Kompliment. Und dieses Bild ist daran angelehnt. Armin Müller-Stahl hat einen sehr interessanten farbigen Hintergrund gewählt und darauf dann mit Wachs die Figur gezeichnet, die auch bei dem Bild Kompliment zu sehen ist. Dies kann ich Ihnen auch gleich mal im Original zeigen. Und zwar haben wir es hier hängen. Das ist die Figur Kompliment, die Lithografie, die es in einer Auflage von 250 Stück gibt. Die Auflage bezieht sich jeweils auf die jeweilige Farbe. Das heißt also, hier haben wir jetzt die blaue Blüte. Es gibt aber auch verschiedene andere Farben von den Blüten. Ein sehr, sehr gutes Blatt, was bei uns schon einige Käufer gefunden hat. Es kostet 110 Euro und als Originallithografie limitiert signiert ein ganz fantastischer Preis. Kommen wir zu den nächsten Werken aus dem Buch. Was uns auch sehr gut gefallen hat, ist das Bild Mysterious Stranger. Wir haben für die ganzen Bilder, Sie sehen sie jetzt alle im Moment noch als loses Papier. Wir haben im Moment einige Modellrahmen in Arbeit und diese werden wir dann in Kürze auch eingerahmt anbieten. Im Kunsthandel Köln Art Network können Sie jeweils das lose Blatt kaufen und sich eine eigene Einrahmung herstellen oder machen lassen. Oder Sie kaufen bei uns das Komplettpaket. Kommen wir zu den nächsten Blättern. Hier haben wir ein Blatt Kritiker, heißt das. Und wir sehen einige Kritiker, wie sie am Tisch sitzen und diskutieren. Es gibt ein sehr interessantes Gedicht, das macht das Blatt auch zu etwas Besonderem. Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Gedicht, was von Armin Müller-Stahl selbst geschrieben worden ist. Sie wissen ja, dass Armin Müller-Stahl eine Mehrfachbegabung hat. Er ist nicht nur Schauspieler und studierter Konzertgeiger, sondern eben auch Maler und auch Gedichteschreiber und Bücherschreiber. Dieses Gedicht finden Sie übrigens im folgenden Buch.
Und zwar das Buch Die Jahre werden schneller. Lieder und Gedichte. Und auch hier ein sehr interessantes Buch, um sich mit dem Thema Armin Müller-Stahl noch etwas mehr zu beschäftigen. Ich verspreche Ihnen hier auch einige Abbildungen. Wenn Sie sich mit Armin Müller-Stahl etwas mehr beschäftigen, dann haben Sie wirklich viel mehr Spaß und Freude an den Bildern, weil man bekommt viel mehr mit aus den Hintergründen und warum malt Armin Müller-Stahl, wie bringt er seine Gefühle zu Papier. Nicht nur in Wort, sondern eben auch im Bild. So, kommen wir noch zu zwei weiteren Bildern. Dies haben wir gerade zufälligerweise, auch beim Durchblättern hatte ich diese Seite auch geblättert. Und dieses Bild heißt Dollar Please. Armin Müller-Stahl hat einen Zweitwohnsitz in Los Angeles und dort hat er diese Szene, die er wahrscheinlich sogar gesehen hat, gehe ich jetzt mal von aus. Dort hat er diese Szene dann entsprechend zu Papier gebracht. Armin Müller-Stahl verarbeitet durch seine Bilder oder in seinen Bildern sehr viele Themen und sehr viele Elemente, selbst erlebte Geschichten, die er dann später zu Papier bringt. Ich komme noch mal einmal zurück auf das Buch. Und zwar haben wir hier in den ersten Seiten natürlich einen entsprechenden Text, wo Armin Müller-Stahl und seine Kunst vorgestellt wird. Der Text stammt übrigens von Björn Engholm. Und Sie finden dann hier auf einer der ersten Seite, Seite 8, finden Sie ein Bild, das heißt Der Dicke und der Kleine. Und dieses Bild hat uns sofort fasziniert. Und deswegen bieten wir es jetzt auch hier zum Verkauf an. Wir haben es gekauft. Und das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. So, hier ist das Unikat im Original. Das Bild hat uns sofort an die Kunst von Zille erinnert. Und eventuell hat Armin Müller-Stahl auch diese Kunst in Erinnerung gehabt. Die Figuren sind unheimlich schön ausgeführt. Und das Bild hat so einen gewissen Charme, so einen gewissen Witz. Und ja, ganz nach unserem Motto, Kunst tut gut, ist das zum Beispiel ein Bild, wo ich mich immer dran erfreuen kann. Ganz bewusst hat Armin Müller-Stahl auch noch die Perforation aus dem Block hier an dem Bild gelassen. Und das macht das Bild auch etwas zu etwas Besonderem. Wir haben jetzt eine Einrahmung gewählt, wo wir eben auch ganz bewusst diese Perforierung auch noch sichtbar lassen werden. So, dann möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, wir konnten Ihnen die Kunst von Armin Müller-Stahl ein bisschen näher bringen. Wenn Sie die Bilder im Original betrachten möchten, laden wir Sie gerne ein, jederzeit nach Bochum zu kommen. Oder Sie schauen in unseren Online-Shop unter www.artnetwork-shop. Dort bieten wir auch noch viele weitere Bilder von Armin Müller-Stahl und anderen Künstlern an. Danke fürs Zuschauen.